So, herzlich willkommen zu einem neuen Video und diesmal werde ich euch ein bisschen zeigen, wie ich programmiere. Und ich werde es euch jetzt erstmal in so den Anfang erklären und werde dann immer weiter reingehen in die Programmierung. Wenn ich sehe, das interessiert keinen, dann werde ich das Ganze abbrechen. Aber ich fange jetzt auch einfach mal an. Also, ich programmiere in der Programmiersprache Pascal, also wie in echt. Gibt es ja auch Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Chinesisch, Spanisch, ist ja egal. Also in echt gibt es auch Sprachen und so ist es auch bei Programmieren. Beim Programmieren gibt es auch Sprachen. Zum Beispiel Pascal oder Java. Also Java kennt ihr wahrscheinlich auch. Aber ich programmiere in Pascal und zwar mit der Hilfe, sozusagen mit der Programmierumgebung Lazarus. Die könnt ihr euch downloaden. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Lazarus könnt ihr euch kostenlos runterladen. Wenn ihr es eine kostenpflichtige Variante wollt, dann gibt es Delphi. Dafür einfach dann mal kurz recherchieren, aber einmal eingeben und ihr findet es auch. Ja, also wie gesagt, hier könnt ihr es downloaden. Und ja, für alle, die es noch nicht wissen, um was es geht hierbei, wieso ich das jetzt erkläre mit Programmieren und so. Ich fange an, ein Spiel zu programmieren. Das Video dazu werde ich euch jetzt oben rechts verlinken. Und dann wechseln wir auch mal zu Lazarus. So, jetzt befinden wir uns in Lazarus, also so sieht Lazarus aus. Jetzt nicht erschrecken, es hat zwar ein paar viele Fenster, aber diesen Fenstern werden wir uns dann nach und nach widmen. Also, hier oben in dem Fenster seht ihr, habt ihr so die ganz normalen Tools, also Datei, Speichern und sowas. Und hier so die ganz normale Bearbeitungsbar. Das ihr seht hier auch schon Speichern und sowas, also relativ normal. Hier könnt ihr dann neue Elemente einfügen, also zum Beispiel ein Button, ein Label. Wie gesagt, das werde ich euch alles mal erklären, jetzt erstmal keinen Schreck kriegen. Und hier seht ihr dann, welche Elemente ihr habt. Und hier könnt ihr dann diese Elemente genauer bestimmen. Und hier unten seht ihr einfach so ein paar Nachrichten vom Spiel. Und hier seht ihr, wie das dann später aussehen wird. Allerdings müsst ihr denken, hier, was ihr hier seht, das, wenn ich jetzt zum Beispiel die Größe verändere vom Fenster, seht ihr, das verschiebt sich alles ganz komisch. Das und hier ist auch alles unscharf und so. Das wird später nicht sein. Also das habe ich so programmiert, dass sich das automatisch umstellt. Und jetzt seid ihr wahrscheinlich auch erstmal gespannt, wie der Quelltext momentan aussieht. Also der sieht jetzt momentan so aus. Hier seht ihr den links. Und der ist momentan 1200 Zeilen lang. Also das ist der Quelltext, den ich selber geschrieben habe. Das heißt, also, was hier steht, habe ich selber geschrieben. Und ja, wir werden uns dem nach und nach widmen. Wir fangen am besten erstmal hier oben an. Wir sehen, also noch eine Sache, bevor ich das mache. Es gibt noch einen zweiten Quelltext. Da sind sozusagen die ganzen, ich hätte euch ja hier eben erklärt, hier könnt ihr die bestimmten Teile eures Spiels oder eures Programms genauer bestimmen. Und das muss auch irgendwo gespeichert werden. Das wird ja automatisch generiert, wie ihr seht, könnt ihr es hier eingeben. Es wird woanders gespeichert. Und nicht in diesem hier. Und dieses andere ist das hier. Ja. Nein, das ist nicht. Was ist das? Das hier ist es. In diesem hier wird es gespeichert. Ihr seht, das Ding ist ein bisschen länger. Also wir haben hier 138.000 Zeilen. Habe ich nicht selbst geschrieben. Wie ihr seht, hier ist das Ganze gespeichert. Also hier seht ihr, die Objekte sind genau beschrieben, die ich benutze. Und ja, hier seht ihr schon so viele blaue Zahlen und Buchstaben. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum alles so lang ist. Also ihr seht fast nur diese blauen Zahlen und Buchstaben. Was sind diese blauen Zahlen und Buchstaben? Diese blauen Zahlen und Buchstaben sind Bilder. Und zwar ist es so, das wisst ihr wahrscheinlich schon, man kann Farben in einem sogenannten Code angeben. Jede Farbe hat einen Code und der ist 6 Zeichen lang. Also hier seht ihr, zack, das sind 6, wäre jetzt ein Code. Ja, und der 3 noch. Und die geben sozusagen an, welche Farbe etwas hat. So 3E4200 würde jetzt angeben, welche Farbe es hat. Ich kann es euch jetzt nicht auswendig sagen, was es ist. Es ist so, bin mir nicht mehr sicher, das ist nämlich bei HTML und beim Programmieren genau andersherum. In der Mitte steht auf jeden Fall gelb und hier stehen rot und blau. Fragt mich jetzt nicht, was hier vorne und hinten steht. Ist ja aber erstmal egal. Auf jeden Fall geben diese Zeichenkette hier gibt sozusagen ein Bild an. Das heißt, jedes Pixel
auf einem Bild wird dadurch bestimmt. Und ihr könnt euch ja mal vorstellen, also wenn ihr einen Computer habt, oder wenn ihr eine Auflösung von 1800 auf 270 habt, dann habt ihr fast 1 Million Pixel. Und wenn ihr jetzt pro Pixel 6 Zeichen habt, dann hättet ihr insgesamt 5,5 Millionen Zeichen für ein Bild. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, warum hier so ein Text so lang ist. Naja, so viel dazu. Genau, das wollte ich jetzt noch mal kurz sagen, damit ihr euch nicht wundert. Und hier seht ihr jetzt alle Elemente. Das sind alle Elemente, die ich benutze. Momentan. Sind noch gar nicht so viele. Ich glaube, das sind nur ungefähr 50 oder so. Also ist schon viel, aber so viel gibt es ja noch nicht zu sehen. Und hier sieht man sogenannte Prozeduren. Was Prozeduren sind, das erkläre ich später nochmal. Ich werde es nur mal kurz anreißen, damit ihr überhaupt ein bisschen anhört. Eine Prozedur heißt einfach, wenn auch bei einem Element etwas passiert, das heißt, wenn man zum Beispiel draufklickt oder ja, also zum Beispiel draufklickt, dann wird etwas ausgeführt. Das heißt, hier oben wird gesagt, ja, es gibt irgendwo in diesem Spiel gibt es eine Prozedur, bei der AB1, das ist, hier könnt ihr nachgucken, AB1 ist hier ein T-Label, also wenn AB1 slash, nicht slash, unterstrich K geklickt wird, hier dieses Klick, dann gibt es irgendwo hier eine Prozedur in diesem Ganzen hier. Irgendwo hier gibt es eine Prozedur. Und die kann man jetzt auch suchen. Und da ich das alles geordnet habe, werde ich die auch relativ schnell finden. AB1 Klick müsste irgendwo hier sein. Das müsste bei, ich kurz überlegen, Abbrechen 1. Also ihr könnt es auch leichter suchen. Ihr geht nämlich hier hin, sucht es hier in dieser Leiste, dann habt ihr einen Überblick. Da weiß ich sogar, wo es ist. Das ist hier. Und jetzt könnt ihr einfach draufklicken. Und dann seht ihr, hier landen wir bei AB1 Klick. Und hier ist jetzt ausgeführt, was soll passieren, wenn ich da klicke. Und dann passiert genau das, was ihr hier drinne seht. Ja, aber genaueres, wie Prozeduren und sowas funktionieren, das würde ich euch bei Interesse im nächsten Video erklären. Jetzt habe ich euch erstmal nur so angerissen, wie ich das hier gemacht habe. Noch eine Sache kurz, vielleicht für die, die es interessiert. Wie bin ich dazu gekommen mit dem Programmieren? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Also ich habe Informatik in der Schule und wir haben angefangen mit Webseiten, die zu programmieren. Das hat auch viel Spaß gemacht. Also ich habe auch eine Website, beziehungsweise mehrere Webseiten programmiert. Gibt es jetzt nicht im Internet, aber die habe ich programmiert. Also da habe ich auch lange dran gesessen. Also waren auch relativ aufwendig zu programmieren. Die sind zwar ein bisschen kleiner nachher, also ich glaube, ich hatte für die Webseiten nur 1000 Zeilen Quellcode, aber dafür hatte ich auch mehrere Sachen. Also momentan ist die Website ungefähr genauso lang wie das hier, wobei das hier natürlich noch lange nicht fertig ist. Naja, auf jeden Fall, das hat mich sehr interessiert, das so, aber irgendwie war es nicht so das Wahre und jetzt haben wir halt angefangen mit Programmieren in der Schule. Also Programme programmieren. Wir sind noch nicht sehr weit aber ich fand das so interessant, dass ich halt gleich angefangen habe, mich reinzuarbeiten und mir die Sachen halt jetzt momentan selbst beibringe. Und ja, dieses Wissen möchte ich dann, wenn ihr es wollt, gerne an euch weitergeben, soweit ich kann. Ja, und dann würde ich jetzt auch schon sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.